Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass es mit dem Bildungsniveau in Deutschland und vor allem in NRW nicht mehr gut bestellt ist, belegen alle internationalen und nationalen Tests und bestätigen die Rückmeldungen, die man aus Schulen, Betrieben und Universitäten erhält. Vor allem ist bedenklich, dass auch Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen nicht mehr durchgängig beherrscht werden. Auch die Zeitschrift Cicero titelt in ihrer neuen Ausgabe Der Klassenkampf, warum unsere Schulen versagen. Als Ursachen für dieses Bildungsdesaster werden häufig aktuelle Entwicklungen als Erklärung angeführt. Da ist es die gesteigerte Heterogenität in den Schulklassen durch Integration oder durch diese totale Inklusion und der Zerstörung des mehrgliedrigen Schulsystems, die Erziehungsschwierigkeiten wegen gesellschaftlicher und sozialer Verwerfungen, der Autoritätsverfall des Lehrpersonals und weitere Entwicklungen. Ingrid Freimuth, eine ehemalige Lehrerin, beschreibt dieses in ihrem Buch Lehrer über dem Limit, warum die Integration scheitert, sehr anschaulich. All diese Faktoren und noch andere haben die Situation an den Schulen des Landes erheblich erschwert und Unterricht zum Teil unmöglich gemacht. Die Belastungsgrenze bei Lehrkräften ist zum Teil weit überschritten, die Not ist groß. Das öffentliche Schulwesen hat seine Reputation bereits so weit verloren, dass immer mehr gut situierte Eltern ihre Kinder in Privatschulen schicken. Und das ist eine Entwicklung, die wir von der AfD aufs Höchste bedauern. Bedeutet es doch mittelfristig eine frühzeitige soziale Segregation. Doch bei genauer Betrachtung liegt die Ursache des weithin beklagten Bildungsabbaus und Erziehungsnotstandes viel tiefer. Sie liegt in dem Paradigmenwechsel der bildungspolitischen Ausrichtung, der vor circa vielleicht 30 Jahren seinen Anfang gefunden hat und der in dem augenblicklich angewandten Verfahren der Qualitätsanalyse lediglich sein Wesen, seine Substanz offenbart. Die Qualitätsanalyse nimmt sich das sogenannte Qualitätsmanagement zum Vorbild, das man aus der Wirtschaft und aus dem Managementlehren kennt. Grundlage betriebswirtschaftlichen Handelns sind kybernetische Steuerungsmodelle, die nach dem Prinzip Zielbestimmung, Anreiz, Reaktion, Ergebnis, Evaluation, Nachjustierung arbeiten. Dieses Modell lässt sich auf technische Vorgänge hervorragend anwenden, sicherlich auch auf die Lenkung von Käuferströme und, was nicht unterschätzt werden darf, es ist für die Firmenleitung ein geeignetes Instrument der Betriebssteuerung und natürlich auch der Kontrolle seiner Mitarbeiter. Für die Messung von Bildungsfortschritt und Verstehensprozessen allerdings ist dieses Messinstrument völlig ungeeignet. Deshalb misst man mit der Qualitätsanalyse auch nicht den Bildungsfortschritt von Schülerinnen und Schülern, sondern Abläufe innerhalb der Schule und des Unterrichts, die sich quantifizieren lassen. Im Unterricht sind das unter anderem der Einsatz von Medien, der Zeitanteil verschiedener Unterrichtsmethoden und Sozialformen, der Aktivitätsanteil von Lehrkraft und Schüler, Anteil der individuellen Lernwege im gesamten Lernprozess, Umgang mit Sprache, Problemorientierung der Stundenanlage, um nur die wichtigsten zu nennen. Dies hält alles der Qualitätsprüfer in einer Hospitationsphase von 20 Minuten fest. Er besucht also während einer Unterrichtsstunde zwei verschiedene Klassen und platzt auch mitten in den Unterricht hinein. Die Urteile der Qualitätsprüfer lauten dann auch einmal so, das habe ich aus einer Abschlussbeurteilung übernommen, Zitat, mit Erlaubnis des Präsidenten, bezüglich vieler Kriterien zeigen sich Stärken an dieser Schule. Es sind insbesondere zu nennen die Schülerorientierung, die in der Regel den Lernprozess unterstützende Lernumgebung, das Unterrichtsklima sowie die Qualität der eingesetzten Medien. Zum Verstehensprozess ist ja natürlich nichts gesagt. Jetzt kommt es aber natürlich als Kritik. Entwicklungsbedarf sieht das Qualitätsteam in der stärkeren Individualisierung von Unterricht und der häufigeren Übertragung von Selbstverantwortung für den Lernprozess, besonders im Hinblick auf Planungsbeteiligung von Schülerinnen und Schülern und auf die Gestaltung und Organisation kooperativer Arbeitsphasen. Zitat Ende. Stellt sich die Frage, wer das bestimmt, dass der Unterricht stärker individualisiert werden muss und wie viel Zeit denn der Tatsache geopfert werden soll, wenn Schüler ihren Unterricht ständig selbst planen sollen. Hier scheint man doch in autoritärer Form den Lehrern eine Unterrichtsform vorschreiben zu wollen und ihre pädagogische Freiheit massiv einzuschränken. Letztlich entpuppt sich die Qualitätsanalyse als Instrument eines Obrigkeitsstaates, mit dessen Hilfe er seine Beamten zu Ausführenden seiner eigenen Vorstellungen degradiert. Die Lehrkräfte bräuchten aber Freiheit für ihren Unterricht. Und das ist das Prinzip, in dem Sie am besten unterrichten können.
Wenn das Verfahren, jetzt könnte man ja sagen, Qualitätssicherung muss man natürlich haben, selbstverständlich, Qualitätssicherung schon, aber eben nicht auf diese Weise, denn wenn die denn doch so effizient wäre, seit 2005 gibt es sie, wie ist es dann zu erklären, dass es zu einem Bildungsabbau kommt? Es müsste doch sozusagen zu einer Bildungsexplosion in diesem Lande kommen. Eigentlich müssten die Schulen glänzen. Nein, die unselige Allianz einer scheinmodernistisch orientierten, damals wenigstens neoliberal agierenden CDU, FDP mit einer utopistisch-autokratisch ausgerichteten Linken hat zu der katastrophalen Zerstörung unseres Bildungssystems geführt. Und in der Qualitätsanalyse bildet sich diese unselige Allianz wunderbar ab. Auf der einen Seite betriebswirtschaftliche Maßstäbe der Leistungsmessung von Schulen, die handelnden Menschen dort herabwürdigt, zu ökonomischen Größen. Auf der anderen Seite gleichzeitig damit verbunden die Möglichkeit, ideologisch motivierte Kriterien für Unterricht als Richtlinie zu setzen, nach denen sich, unter Aufgabe der eigenen Freiheit natürlich, alle zu richten haben, unabhängig vom Erfolg dieses Modells. Interessant ist ja wohl die Aussage eines Qualitätsprüfers in der Pilotphase der Qualitätsanalyse 2005 mir gegenüber. Ich habe das nämlich als erstes sofort mitmachen dürfen, der ebenfalls sich beklagte, dass doch der Anteil von kooperativen Lehrformen unglaublich wenig zu beobachten gewesen ist und dass das doch eigentlich zum Unterricht nicht passe. Allerdings, was ihn besonders erfreut hat, also die Stundenergebnisse, die Erkenntnis, die Schüler jeweils in den Stunden hatten, sei doch sehr hervorragend gewesen. Ich erlaubte mir zu antworten, dass das möglicherweise ein Zusammenhang besteht zwischen Plenum- und lehrerorientiertem Unterricht und den Ergebnissen, diesen hervorragenden Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler. Da konnte er mir nur zustimmen, aber natürlich schweigend. Und so muss man sich nicht wundern, dass das Bildungsniveau in diesem Land gesunken ist, wenn die Lehrkräfte zu Unterrichtsmethoden gezwungen werden, die formale Kriterien einhalten, jedoch das Ziel von Unterricht gar nicht mehr verfolgen. Es gibt viele Lehrer, die vermuten, die QA ist lediglich ein trojanisches Pferd, mit dessen Hilfe die Kriterien von Unterricht installiert werden, die im Referenzrahmen Schulqualität vorgegeben sind. Und da ist die Ausrichtung von Lehr- und Lernprozessen auf selbstständiges und selbstreguliertes Lernen die Kernforderung, denen sich alle anderen unterzuordnen haben. Selbstreguliertes Lernen impliziert aber ein bestimmtes methodisches Prinzip, das einer didaktischen Logik, der Selbststeuerung, und einer weltanschaulichen Prämisse, dem Konstruktivismus, verpflichtet ist. Beide sind höchst umstritten und stehen in diametralem Gegensatz zu den Bildungsvorstellungen, die bisher für die Einrichtung unseres Bildungssystems und die Unterrichtsgestaltung maßgebend waren. Herzlichen Dank.